Herzlich willkommen am Reiseblogger. Wir sind heute unterwegs mit Kindern und zwar sind wir im Tölzer Land unterwegs am Kochisee. Jetzt sind wir gerade hier an einem Besucherzentrum und zwar Ausflugsziel mit Kindern hier am Fuße vom Kochisee. Da gibt es hier ein Besucherzentrum rund um Walchensee und Kochisee, um den Kraftwerksbetrieb, wie man Strom gewinnt, wie das eigentlich zusammenhängt, dass hier der Strom erzeugt wird. Es gibt da einige Schautafeln wie hier drüben, es gibt aber auch alte Ausstellungsstücke wie die Turbine hier oder Anschauungsmodelle wie zum Beispiel hier die Kaplan-Rohrturbine. Anhand dieses Modells kann man hier erkennen, wie hier der Strom einerseits erzeugt wird. Jetzt kann man hier auch drücken, genau, und dann kommt hier die Turbine in Gang und so sieht man, wie praktisch das Wasser hier hochgepumpt werden kann zum Lagern der Energie oder von oben das Wasser hier reingepumpt wird, um dann Strom zu gewinnen. Und so gibt es hier verschiedene Modelle und Experimente, die man mit Kindern machen kann, auch wie auf der anderen Seite der Strom verbraucht werden kann, nämlich mit den Lampen, da gibt es auch noch ein Modell hier, oder wie der Strom, wie das Wasser hochgepumpt wird, also verschiedene Sachen, die man hier sehen kann. Wir zeigen es euch bei uns im Beitrag auf dem Familienreiseblog und was man auch sonst noch mit Kindern rund um Walchensee und Kochisee unternehmen kann. Servus, sagt der Reiseblogger.